andere Route. Einen Marathon hinterlegen. Full One, Leute. Der sitzt. Ausgeschlitzt. Oh, ich könnte mir in den Arsch treten. Fickte Scheiße. Egal. Jetzt muss ich zwei Routen neu beködern und nichts wie raus. Ja Leute, Carb-Event ist rum, heute Stichtag, Auswertung. Für mich war bis jetzt kein Wertungsfisch dabei. Für die anderen Teams gab es wohl ein paar Wertungsfische, bis 16 Kilo Schuppis, Petri dazu, schöne Fische. Ja, jetzt geht für uns die neue Woche los, Wallas angesagt. Trotzdem werde ich hier und da die andere Karpfenroute ausbringen. Und kann ja wohl immer noch hoffen, dass der ein oder andere Schüttelkarpfen einsteigt. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich werde jetzt noch ein bisschen mich aufs Ohr hauen und diesen geilen Ausblick genießen. Einfach nur herrlich. Angekommen. Das Einzige, was gegen diese brachiale Hitze hier hilft, ist einfach nur ein kühles Bad im Po.
sind echt schöne Karpfen, schöne Kämpfer hier. Ja Leute, ich will nur mal kurz erzählen, wie ich hier am Po vorgehe. Ich habe meine zwei kräftigen 3-Lips-Ruten, eine etwas größere Rolle, falls man Fisch in die Strömung zieht, der dann ordentlich Schnur nimmt. Für die Bleie habe ich hier zum Beispiel 121 Gramm. Ich fische generell an flachen Sandbänken oder ausgespülte Buchten eben halt, wo es ein bisschen tiefer ist, je nachdem. Des Weiteren fische ich auch sehr gerne an den Steinpackungen. Gerade bei diesen Temperaturen ist es sehr heiß. Auch die Wassertemperatur hat gute 30 Grad. Das heißt, auch die Karpfen ziehen sich dann ein bisschen etwas strömungsreicheres oder strömungsreichere Bereiche, wo ein bisschen mehr Sauerstoff ist. Da muss ich dann mit ein bisschen mehr Gewicht arbeiten. Aber das sieht man ja dann, das kann man ja dann variieren. Ja, zu meiner Montage. Da nehme ich eigentlich Standardlänge. Also ich habe hier einen Rig von der Länge gute 25 cm. Kollegen haben einige hier auch mit 40 cm Rigs gefischt. Ich sag mal, je nachdem, wie man halt seine bessere Erfahrung macht, ich laufe momentan oder fahre mit diesen Rigs eigentlich sehr, sehr gut und deswegen bleibe ich bei dieser Länge auch. Und zu meiner Hakengröße, ich verwende hier sehr gern feine Haken, also das ist jetzt zum Beispiel ein 8er Haken. Wirklich das Größte, was ich hier nehmen würde, wäre ein 6er Haken, auch nicht viel größer. Und die Haarlänge wirklich nur so lang, dass ich 2, höchstens 3 Maiskörner oder Partikelkörner drauf bekomme. Ja, des Weiteren benutze ich hier auch eine Schlagschnur, eine 060er, gute 20 Meter drauf. Weil hier hat man ja auch manchmal totes Holz oder eben halt ja, steil abfallende Kanten, wo dann die Schnur doch eventuell Schaden nehmen könnte und dadurch kann es zum Verlust des Fisches kommen. Ich hatte hier schon 2, 3 Abrisse beim Einholen, da ist selbst die Schlagschnur gerissen und deswegen ist das nur zu empfehlen. Ja, zum Füttern her, einige füttern hier am Po sehr viel, einige weniger. Ich tendiere eher dazu, dass man so ein gesundes Mittelmaß finden sollte. Ich fütter hier ja sehr dezent, generell auch wenn ich jetzt an der Steinpackung fische, also nicht so viel. Und wenn die Fische da sowieso langziehen, dann sollen sie natürlich schnell auf meinen Köder treffen und nicht erst Unmengen an kiloweise Partikel finden und sich eventuell daran satt fressen. Aber Erfahrung zeigt auch, sowohl als auch, wenn man viel füttert, hat man seinen Erfolg und wenn man wenig füttert, hat man auch seinen Erfolg. Ja, eigentlich ist nicht viel mehr zu sagen. Ja, zu Ködern eben halt wirklich 2, 3 Partikelkörner oder eben halt, was ich noch gerne mache, ist ein Pop-Up. Ruhig mal einen auffälligen, so einen pinken. Und damit konnten wir jetzt über die Tage hinweg schöne Karpfen fangen. Ja, ich bringe jetzt nochmal die Rute raus und mal schauen, was der Tag noch so mit sich bringt. Hoffentlich einen schönen Karpfen.
Wieder ein kampfstarker Schuppi aus dem Po. Mal Fische, die noch mal eingestiegen sind in der Mittagssonne. Hat riesen Spaß gemacht. Haben wir leider nicht auf Kamera, aber das macht ja nichts. Und jetzt ist Masum gerade gekommen und da steigt auch schon der nächste ein. Unglaublich. Macht riesig Spaß in die Karpfenangelei am Po. Vielen Dank. Hammer. So, und die gehen jetzt wieder zurück. Geil. Yeah.